Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich mache heute mal so ein bisschen Art Kaffeekränzchen. Ich erzähle einfach mal ein paar Dinge, die momentan los sind. Und natürlich, darauf hofft ihr ja die ganze Zeit und wartet die ganze Zeit, wird das Gewinnspiel auch noch ausgelost. Da noch ein paar Punkte offen sind, habe ich mir gedacht, mache ich das alles zusammen in einem Video. Ich werde hier jetzt auch nicht groß schneiden, also wenn irgendwelche Versprecher drin sind, dann ist das jetzt einfach so. Ich möchte einfach ein bisschen was von mir, vom Herzen reden und ich hoffe, ihr nehmt mir das auch nicht übel, wenn ich dann einfach ein paar Patzer drin habe. Zum Ersten waren wir gestern auf der Comic-Con in Stuttgart. War ein richtig schöner Tag mit den Mädels und mit Dominik. Der ist ja immer so der Hahn im Korb bei uns. Hab super viele Leute nochmal getroffen, nochmal Freundschaften reaktiviert. Also Comic-Con ist einfach wie ein, oder allgemein eine Convention ist für uns immer wie ein Familientreffen. Und dann hat mich leider auf der Heimreise eine Nachricht ereilt. Oder wie sagt man das? Eine Nachricht? Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Ich bin noch nicht ganz wach. Es ist schon 10, aber ich habe heute ewig lang geschlafen. Auf jeden Fall hat meine Freundin, die mit mir im Wagen war, gesagt, sie hat eine E-Mail bekommen von Davanda. Davanda hat ihr geschrieben, obwohl sie gar keinen Job mehr hat, dass es die Plattform zum 30.08.2018 nicht mehr geben wird oder ab dem 30.08. Das heißt, Davanda schließt komplett seine Pforten. Die Plattform wird nicht mehr existieren und ihr wisst ja, dass ich da auch meinen Shop habe, schon seit mehreren Jahren. Und das Ganze macht mich echt ziemlich traurig, weil ich Davanda eigentlich bis auf ein paar Kleinigkeiten echt gut finde, weil es halt auch einfach eine Möglichkeit ist, dass Leute auf deinen Shop aufmerksam werden, wenn du jetzt nämlich hingehst und machst hier eine eigene Seite. Wenn niemand Canis Minor kennt, dann geht auch niemand auf die Seite Canis Minor. So ist es leider. Ja, ärgert mich richtig. Ich weiß auch nicht genau, warum das Ganze jetzt so passiert ist, wie es beschlossen wurde. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall stand dann in der E-Mail auch noch, dass sie sich mit Etsy irgendwie auseinandergesetzt haben und dass Etsy und sie in so eine Art Kooperation machen, dass Etsy dann alle Shops von Davanda bei sich aufnehmen wird. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich noch nicht. Sie wären momentan dabei, irgend so ein Tool zu testen, mit dem man quasi seinen Davanda-Shop zu Etsy rüberschieben kann. Mit sämtlichen Bewertungen, mit sämtlichen Produkten, Artikeln, Beschreibungen und so weiter. Das wäre nämlich richtig gut. Ich habe in meinem Shop knapp 700 Artikel und es ist echt eine Heidenarbeit. 700 Artikel auf einmal in einen anderen Shop einzupflegen, wo man dann auch noch Angebotsgebühr bezahlt, wo man dann Einstellgebühr bezahlt, wo man dann eventuell noch irgendwas anderes machen muss. Mit Etsy kenne ich mich leider so gar nicht aus. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass meine gesamten Visitenkarten alle meinen Davanda-Shop beinhalten. Das heißt, ich muss mir definitiv dann auch nochmal neue Visitenkarten machen. Also es hat mich ein bisschen aufgeregt, als ich das gelesen habe. Beziehungsweise ich habe es in dem Moment auch irgendwie nicht geglaubt, weil ich habe noch gar nichts davon gehört und dachte so, was ist denn das? Ist das vielleicht irgendeine Fake-Mail? Und als ich dann daheim war und mein Handy wieder Akku hatte, habe ich dann auch gesehen, dass ganz viele Davanda-Shops, die ich bei Instagram zum Beispiel abonniert habe, dass die das auch geschrieben haben, dass die auch ein Bild gemacht haben. Und dann bin ich noch bei Davanda drauf und da stand dann auch 30.08. oder 31.08. ist Schluss. Gut. Müssen wir schauen, wie das mit dem Shop weitergeht. Ich bin mit Programmierung nicht 100% zu firm, zumindest nicht, was es angeht, einen Shop aufzubauen. Das heißt, ich werde vermutlich dann auch zu Etsy wechseln, aber das werde ich euch zu gegebener Stunde dann auch noch verklickern, erklären, euch einen Link schicken. Viele von euch fragen ja immer, wie sie auf meinen Shop kommen.
ich sag's nochmal gerne, in der Infobox unten sind alle Links, sind alle Adressen zu Blog, zu Davanda, zu Instagram, zu Facebook und Co. So, das war das Thema, das ich auf jeden Fall mit euch besprechen wollte. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los mit unserer Ziehung. Ich stelle euch mal ein Stückchen weiter runter, dass ihr das vielleicht auch seht. So, also ich habe hier alle Namen in diese wunderschöne Captain America Box gemacht, Tasse gemacht. Entschuldigung. Und werde da jetzt einen Namen rausziehen. Also das sind auch wirklich die... alle Namen von Instagram, die mitgemacht haben. Manche haben ja doppelt mitgemacht, was ich euch hier angeboten habe. Also hier ist alles drin von YouTube, Facebook und von Instagram. Und jetzt kommt mein lauter Nachbar heim. Schick it. So, ich ziehe jetzt einen Namen. Und diese glückliche Gewinnerin, oder der glückliche Gewinner, wird dieses tolle Paket erhalten. So, ich habe jetzt einfach eine. Ja, Entschuldigung, meine schlechte Schrift. Isabella Bieg, du darfst dich bitte einmal bei mir melden. So, jetzt stelle ich euch wieder hoch. So, du darfst dich bitte... Nein, jetzt bin ich zu hoch. Darfst dich bitte einmal bei mir melden. Du wirst das Paket gewinnen. Ich habe jetzt noch nicht alles zusammengestellt, aber ich kann euch schon mal grob zeigen, um was es bei den Büchern zum Beispiel geht. Ja, das eine liegt gar nicht da. Also einmal wäre das Janusmond. Das habe ich ja irgendwann mal in so einem Buchpaket gekauft. Aber es ist einfach ein Thriller. Das wusste ich vorher nicht. Und ich kann damit leider nichts anfangen. Ich habe mir den Klappentext durchgelesen, habe, ich glaube, die ersten... 3-4 Seiten lesen und der Schreibstil hat mir auch schon gar nicht gefallen. Es tut mir leid für die Autorin, aber es ist einfach nicht meins und deshalb wird das Buch bei mir ausziehen. Das zweite liegt drüben, aber das ist auch ein ganz normales, sag mal, ich nenne es immer Frauenbuch. Also es ist ein gesunder Mix in der Schachtel. Dann habe ich einmal einen Schlüsselanhänger. Gut, den hatte ich euch ja schon gesagt. Dann habe ich noch einmal eine Captain America alias aka Hydra Mix Kette. Dann gibt es einen Niffler Button mit oben drauf. Dann ist in dem Paket auch mein Nachbar, poltert schon wieder und knallt die Tür. Ich könnte da echt abbrechen. Dann gibt es ein Hairteil aus meinem Shop. Also, falls du vielleicht nicht so der rosa Typ bist, ich habe es auch noch in Mintgrün, kannst du mir dann natürlich auch in der E-Mail schreiben, wenn du mir deine Adresse schickst. Wahlweise gibt es auch in Mintgrün. Dann gibt es einen Schutzengel obendrauf. Der hat so eine schwarze, ich glaube Rondellperle heißt das, also so ein Rondellschliff. Dann, ich kann euch jetzt nur eins zeigen, weil ich noch nicht den Namen wusste. Ich habe hier immer so Namensarmbänder. Da wird auch eins davon drin sein. Die Farbe kannst du dir aussuchen. Also das wäre jetzt zum Beispiel hellblau, das wäre rosa, das ist das Grün. Unten drunter ist noch ein mintfarbenes. Also kannst du dir aussuchen, die Farbe, wir haben auch schwarz und weiß und rot und gelb und rosa und lila, Flieder, pink. Also schick mir einfach mal deine Adresse, schick mir deine Wunschfarbe, schick mir auch von dem anderen Armband deine Wunschfarbe. Und in der Kiste sind noch ganz, ganz, ganz viele andere Kleinigkeiten, Süßigkeiten etc. Die habe ich aber noch nicht in die Kiste gepackt, deshalb kann ich sie euch jetzt nicht zeigen. Aber das wäre es soweit von mir gewesen. Wie gesagt, ich werde das Ganze jetzt auch nicht groß schneiden. Ich lasse das so, wie es ist. Das ist einfach ganz natürlich diesmal. Auch ich habe Fehler, auch ich muss mich andauernd korrigieren oder ich verspreche mich. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Sonntag. Ich werde jetzt zu meinem Brüderchen auf den Geburtstag fahren. Der hatte gestern und ich war ja leider nicht da, sondern auf der Comic-Con. Schande über mein Haupt. Auf jeden Fall mache ich mir dort einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns am Mittwoch wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen.